Hohoho, haha, Halbzeit. Jo, willkommen zurück zum Bundesliga-Let's Play und endlich hat es mal wieder meine Lieblingsmannschaft Werder Bremen getroffen. Und zwar jetzt hier mal im Duell gegen Hannover 96 und eigentlich ist es ja so, man denkt so, ja, Werder Bremen, relativ gute Mannschaft, natürlich aus Sicht eines Werder-Fans eine sehr gute Mannschaft, selbstverständlich. Und gegen Hannover, das ist dann eher so eine Naja-Mannschaft, ne, so 13., 14., die dümpeln dann immer so rum, nicht wirklich abstiegsgefährdet, aber man denkt sich eigentlich auch so, wie kann man eigentlich von so einer Mannschaft Fan sein, ne? Gut, ich hoffe, ich habe jetzt hiermit nicht schon ein paar Hate-Kommentare von Hannover-Fans provoziert. Aber doch, so ist, glaube ich, doch mal die eigentliche Einstellung in dem Bereich so. Aber dann guckt man mal auf die aktuelle Tabellensituation und dann sieht man da, ja, Hannover, die sind da auf dem 7. Platz und nur einen einzigen Platz von Werder Bremen entfernt. Ich glaube, Hannover hat 35 Punkte und Bremen 36. Hohoho, das war ja aber schon mal relativ knapp. Das konnte Wiese hier gerade noch mit dem Fuß, glaube ich, retten. So war das. Oh ja, und der wäre sonst reingegangen. Ja, das war hier schon mal. Das war schon mal auf jeden Fall sehr glücklich. Also, das Duell des 6. gegen den 7. Und die Dortmunder, sage ich schon hier, die Hannoveraner, machen schon mal relativ viel Druck. Das kann ich natürlich so nicht auf mir sitzen lassen, sondern jetzt wird hier gleich mal ein Gang hochgeschaltet, direkt mal einer auf Offensiv in FIFA geschaltet und das ist eigentlich nie gut, wenn ich das hier in den Let's Plays mache, weil es geht dann fast immer schief, aber hey, ist doch nur Hannover und wenigstens in FIFA sollten die nicht so gut sein. Also sollte hier nochmal endlich mal wieder ein ordentlicher Sieg dabei sein, oder nicht hier? Komm, Rosenberg, hier nochmal einmal vorbeigehen und dann nochmal basteln. Na, no. Ja, okay, das ist schon wieder dieses klein, nicht zum Abschluss kommen, was ja bei mir leider viel zu häufig vorkommt. Wo mir ja schon gesagt worden, ja, ich soll ja FIFA, ja, musst du lassen, Döner, kannst du nicht. Aber nee, da bleibe ich eiskalt, ne? Da gehe ich ran, da spiele ich, egal, komme, was wolle. Und jetzt, ja, auch wenn die jetzt hier über die Seite mit, nein, jetzt lasse ich mich auch noch so dumm aus der Zahn zählen. Und das erinnert mich, glaube ich, gerade an das 0-1 da im letzten Dortmund-Spiel. Von mir, so. Jetzt aber mal ganz ruhig raus hier, ne? Mit Marien. So, und jetzt sind wir mal mit zwei vorne. Rosenberg. Ich glaube, gehen wir einfach mal hier, versuche ich vorbeizukommen, aber das wird nichts. Oder nochmal passen. So. Immerhin im Ballbesitz geblieben. Und jetzt muss da oben doch mal jemand laufen. Oder hier noch. Na, komm in den Lauf zu Pizarro. Oder wer das ist? Jawohl, Pizarro. Jetzt leider doch mal ein bisschen schneller als Hagui oder. Wie der Hannoveraner Spieler da heißt. Ich weiß gar nicht, die ganzen Hannoveraner Spieler. Kenne ich gar nicht alle so genau. Meine Güte, da tun sich ja Lücken auf, von denen ich gar nichts wusste. Und jetzt Marien im Strafraum angeschnitten, der Schuss. Ach, ein Pfosten. Schade, schade, schade. Naja, aber immerhin jetzt hier schon mal. Doch geht's hier deutlich besser voran als sonst, auch wenn ich hier mal durch eine blöde Unachtsamkeit ich den Ball verliere, aber jetzt direkt nochmal wieder bekomme oder auch nicht wieder bekomme und weiterhin versuche ihn zu bekommen, aber ihn nicht bekomme. Und darum sind die hier mit Schlautraff einmal. Nein, Fritz kann sich den Ball erobern. Weiter zu Rosenberg. Wir sind also im Angriff, aber komm, jetzt hier nochmal Rosenberg und nee, so wird das nichts. Hier vor dem Strafraum einfach so. Da muss einfach schneller zum Abschluss irgendwie gekommen werden. Ja, schöner Pass, auch wenn es glücklich war, dass der ankam. Jetzt Pizarro in die Mitte ziehen. Und jetzt einfach mal Abschluss hier. Na ja. Der sah dann im Ansatz doch gefährlich aus, als er es im Endeffekt war. Aber komm, das ist in der Statistik ein Torschuss und hey. Damit sind wir schon mal deutlich besser als letztes Mal. Was ja auch nicht zu verachten ist. Aber Marien, da muss ich spielen. Mann. Nein, Abdelau. Nein. Ja, Kona. Nein. Jetzt lasse ich nicht. Wie sie kommen raus. Nein. Oh. Nein. Und wieder bin ich im Rückstand. 0-1 für Hannover. Ja, durch einen Konter und dann kann einfach niemand mehr ihn richtig angreifen. Wiese kommt vielleicht auch einen Tick zu spät raus. Und naja, das ist dann gut gelöst von der KI. Da muss ich neidlos anerkennen. Und jetzt hier war das ein Frustfoul à la Gero oder was. Ja, wir werden mal hinten reinspringen. Aber gut, solange ich hier nur einen Freistoß habe, passt es ja. So, und jetzt hat jetzt hier mit seinen roten Schuhen, denkt er, ist ein ganz geiler Wehr. Aber er hat nur 65 in FIFA, also ist er wohl nicht so der Geilste. Trotzdem mal Pass zurück und jetzt mal die Flanke. Hat jetzt auch mit 65 kann man irgendwie eigentlich versuchen, da was Besseres draus zu machen. So, na jetzt hinter zum Ball. Hinter! Ja, jawohl, Marien. So, Marien. Jetzt kommen wir. Eine Einzelaktion. What the, Junge?
Lauf weiter und pass in die Mitte. Nein. Aber Marin bleibt im Ballbesitz. Bleibt im Ballbesitz. Einmal hier nochmal eine Flanke rein. Eine Flanke rein und... Halbzeit. Ach, unglücklich würde ich schon was sagen. Es war eine relativ ausgeglichene Partie, aber... Doch, ich finde das dann doch unfair, vor allem hier, weil ich doch ein paar gute Chancen hatte. Auch 60% Ballbesitz zu 40%. Schüsse und Schüsse aufs Tor sind noch relativ ausgeglichen. Beziehungsweise, das heißt relativ ausgeglichen, sind komplett identisch. Also, naja, ich hätte doch mal nur 1-0 für mich wäre doch wahrscheinlich das etwas fairere Ergebnis gewesen. Aber noch ist ja nichts verloren, auch wenn schon wieder die Hannoveraner im Angriff sind mit einer guten Flanke. Aber Wiese hat den Ball. So Sokrates, mal über Bargfrede. Ein bisschen nach vorne muss der Ball gespielt werden. Kommt Pizarro jetzt. Jetzt gehe doch mal vorbei. Ja, sehr schön. Nein, jetzt. Und ja, sehr gut. Das war glücklich. Und jetzt die kurze Flanke rein und Kopf. Boah, immer zu kurz. Warum denn nur? Meine Güte. Ich finde auch in FIFA sind die Freistoße, die sind einfach irgendwie dann doch, muss ich sagen, irgendwie, nicht die Freistoße, die Ecken, die waren früher einfach torgefährlicher. Da kriegt man heute echt wirklich wenig. Und ich habe da auch hier durchs mehrmonatige Spielen jetzt von FIFA noch nicht so ganz den Dreh rausbekommen, wie man trotzdem aus Flanken mehr oder weniger häufig gute Tore bekommen kann. Jetzt wieder über Jakunan sind sie im Angriff und Sokrates, du musst jetzt einmal hin. Das wäre fast wie beim 1-0 hier ein Tor geworden. Aber Sokrates kann den Ball nochmal haben, sondern geht's hier mal ab über Fritz und nochmal in den Lauf. Och, komm schon, also du musst jetzt nicht in die Beine spielen, aber rechts genug Platz für dich, um den einfach mal durchzuspielen. So, Ruhe bewahren, so. Jetzt muss das auch immer mal ordentlich ein bisschen besser kommen. Marin, geht er einfach mal jetzt über außen lang oder wird ihm der Ball abgenommen? Ich halte lieber mal an und das war ja wohl... Na, mit Glück bin ich da noch dran und jetzt direkt die Flanke rein. What the Junge? Was soll denn der Scheiß? Einfach mal die Flanke rausgehauen. War ja nicht so, dass du relativ unbedrängt warst und den Ball vielleicht noch ordentlich in den Strafraum hättest bringen können oder nie oder was? Verrückter Junge. Mann. Und die Zeit, die rennt mir davon und ich bin schon wieder hier im Rückstand. Und Bremen hat ja schon hier in Realität die letzten beiden Spiele, oder waren es die letzten drei Spiele, ich will gar nicht mitzählen, unglücklich verloren, wirklich unglücklich. Und das darf doch jetzt nicht wieder passieren, also das darf mir jetzt nicht passieren, das darf ich nicht sofort führen, also, nein! Oh. Also, da... Nein, jetzt komm hier hoch. Ja, voll. Pizarro. Komm schon, Pizarro. Jetzt tu's doch, jetzt lauf doch. Nein, Mongo, schieß doch einfach. Nein, schieß. Nein, wo ist der Ball? Nein. Ah. Ich wollte mir mit dem rechten Analogstick den Ball weiter vorlegen und stattdessen tippt er den Ball irgendwie vielleicht so halb in der Luft halt. Was soll denn das, Mongo? Scheiße. Nein. Das war eine hundertprozentige Mongo stattdessen. Gibt's hier fast das 2-0 für oder das 0-2 für die Hannoverer. Noch nur noch 15 virtuelle Minuten und es steht schon wieder, bin ich im Rückstand. Warum? Bin ich denn so schlecht, Mongos? Es darf nicht wahr sein. Jetzt hier, wieder nochmal die Flanke rein. Wieder und wieder kommt er nicht ran, weil er zu klein ist oder weil er nicht ordentlich... Ich weiß es ja auch nicht. Jetzt komm hier. Er muss ja nochmal nach vorne gehen. Marin. Zu Pizarro, na, jetzt nochmal der Pass und Marin, schießt doch einfach mal, Rosenberg, na, nochmal zu, noch, ich darf auch nicht einfach so viel rumpassen nochmal, ne, ich muss zum Abschluss kommen, mach ich einfach mal hier über, über Pizarro, schieß, aber aus der Entfernung hat Zieler, dann kommt er einfach auch relativ leicht noch in den Ball. Aber die Bolzen nehmen wir ja auch schon ziemlich nach vorne. Ich stelle es hier auf komplett offensiv, ne? Und wenn ich mir hier ein Gegentor anfange, dann ist es natürlich vorbei. Das ist abseits, jawohl. So, jetzt kommt ab. Freistoß, los. Ja, ist gut. Ich brauche keine Wiederholung. Ich brauche keinen Wechsel. Ihr wollt doch nur Zeit schinden, ihr Verrückten. Nein. Jetzt hau den Ball nach vorne, komm, alles dahin, ja. Ja, Bargfrede, weiter, ja, sehr gut. So, Rosenberg. Und jetzt hier nach unten vorbei. Na, Pass. Marin und in den Pass. Na, ja, Pizarro, das muss ich doch mal jemand zum Laufen anbieten. Jetzt Pizarro, kommt schon nach unten. Und Dribbel und Flanke und Kopfball. Scheiße. Das muss doch hier endlich mal ankommen. Meine Fresse, Junge, meine Güte. Nein, jetzt lasse ich nie noch zum Konter kommen. Wie unverdient ist es. Das 0-1 ist so unverdient. Nein, jetzt lasse ich ihn da nicht vorbei. Nein,
Ja, als ob. So, Wiese, weg damit. Weg damit und nach vorne. Nein. 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 Wieso ist das Spiel schon vorbei? Ja, Five-Konzert hier. Five-Konzert. Was für ein Scheiß-Schiri. Nur weil der eine Minute früh abgeworfen, abgepfiffen hat, habe ich verloren. Nur deswegen. Nee, das natürlich leider nicht. Das muss ich schon ehrlich zugeben, aber ich muss sagen, also eigentlich hatte ich doch die besseren Chancen und mehr vom Spiel, aber hier, durch das eine Tor hier. Das eine, den einen Konter. Gut, steht es 0-1 und wenn ich dann kein Tor schieße, dann geht das Spiel 0-1 für Hannover aus und die wären dann in der Realität an Bremen in der Tabelle vorbeigezogen. Dann hätte Bremen nicht mal mehr einen UEFA-Cup-Platz im Moment. Und so lang ist es ja auch nicht mehr bis zum Saisonende. Also hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Schreibt mir eure Tipps für das Spiel in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich mal freuen, wenn ihr mir für den nächsten Spieltag eure Lieblingspartie in die Kommentare schreibt, dass ich dann genau die spielen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und mach's gut. Ciao.